Liebe Zuschauer, es ist wieder Zeit für eine neue Ausgabe Zertifikate aktuell. Und in den nächsten Minuten, da werfen wir einen Blick auf den Ölpreis. Der ist zuletzt ja wieder gestiegen, sowohl Brent als auch WTI. Wohin es noch gehen könnte, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Hüppe von HSBC. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag, Frau Klar. Der Ölpreis ist wieder angestiegen. Zuletzt hatten wir ihn so ein bisschen seitwärts dümpeln sehen. Mittlerweile dann geht es aber weiter nach oben. Und das, obwohl eigentlich genügend Öl produziert wird. Was sind die Gründe, weshalb der Ölpreis steigt? Ja, es ist ein bisschen schwierig, jetzt den genauen Grund zu nennen, aber die Gemengelage ist ja sehr komplex an der Stelle. Also zum einen haben wir das Thema Saudi-Arabien und Iran, der Atomkonflikt, der da ist, wo auch die USA natürlich jetzt nochmal wieder mitmischen, wo jetzt der Hardliner dann quasi zum Außenminister wurde. Also da passiert natürlich wieder was, was sozusagen auch den Einfluss auf den Ölpreis haben könnte. Zum anderen, wenn wir uns auch mal einfach angucken, Venezuela hat gegenüber 2005 50% produzieren sie heute noch weniger. Also auch da ist ein Thema. Und dann haben wir natürlich das Thema, was uns alle zurzeit betrifft, das ist das Thema Strafzölle. Und da ist es dann wieder so, mittlerweile ist die USA oder wird zum Jahresende, wenn es so weitergeht, die Planung ist, wird es zum größten Ölproduzent oder Ölförderer der Welt aufsteigen wieder. Also da, das Fracking hat wieder alte Höhen erreicht, ist sogar darüber hinaus. Für das Fracking brauche ich aber sehr viel Stahl, also für die Bohrgestänge und für die Leitung. Also das könnte wieder, wenn es da Zölle gibt, natürlich wieder einen negativen Einfluss haben an der Stelle. Und dann auch natürlich der Punkt, wenn es wirklich zu einem Handelskrieg kommen würde, würde ja vielleicht die Weltkonjunktur negativ darauf reagieren. Könnte auch wieder eher ein negativer Faktor für den Ölpreis sein. Auf der anderen Seite sehen wir die Chinesen, die jetzt zum größten Erdölimporteur geworden sind, die natürlich eigentlich auch ein Interesse an einem niedrigen Ölpreis haben und auch ein bisschen mehr Kontrolle haben wollen. Sie haben jetzt auch eigenen Terminkontrakt für Öl in ihrer Währung gemacht, um auch da die Abhängigkeit so ein bisschen rauszunehmen. Also die Gemengelage, muss man sagen, ist da nicht einfach. Interessanter oder einfacher ist es ein bisschen aus dem Chart heraus, das Potenzial abzulesen. Schauen wir uns den doch an. Da haben wir das Ganze, weil hier haben wir den WTI-Chart und Wochenchart. Und was hier, glaube ich, ganz spannend ist, muss man einfach sagen, und das ist eine Formation, die wir zu gut alle kennen, das ist hier so eine inverse Schulterkopf-Schulter-Formation. Nackenlinie hier liegt etwa bei den 50, so. Und da sind wir jetzt nach oben rausgegangen. Wir hatten auch hier nochmal so ein Widerstandsbündel bei den 60. Und das ging hier relativ rasant, sind wir hoch auf die 65 gegangen. Also das ist eigentlich ein sehr positives Signal. Und wenn wir das Ganze jetzt mal hier so ein bisschen übertragen, dann haben wir durchaus ein Potenzial von 75. Das ist so ein bisschen die Tiefste, die wir dann weiter zurückliegenden Vergangenheit gehabt haben. Im nächsten Chart, der es noch ein bisschen deutlicher macht, da haben wir es nämlich ganz schon mal schön eingetragen. Sehen wir vielleicht auch nochmal eine Kleinigkeit, dass wir hier mit der 38-Wochen-Linie durch die 200-Wochen-Linie gegangen sind. Das ist auch noch mal wieder ein positives Signal, was wir hier haben. Also grundsätzlich an der Stelle muss man sagen, aus der charttechnischen Situation durchaus positive Zeichen für das WTI. Sollte aber aufpassen natürlich hier die 60, dieses Widerstandsbündel. Wenn wir da drunter gehen, dann ist es auch wieder sozusagen, dann ist die Unterstützung raus, dann haben wir doch eher Potenzial nach unten. Ansonsten muss man sagen, ist 75 so ein bisschen jetzt die nächste Wegmarke, die durchaus Basis der technischen Analyse da ins Auge gefasst werden sollte. $75 pro Barrel sehen wir hier. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was mache ich denn damit? Ich kann mir ja jetzt schlecht Öl kaufen und ich weiß es nicht, im Garten oder auf dem Meer lagern oder sonstiges. Also schauen wir uns natürlich auch hier Produkte an auf WTI. Also man kann natürlich nochmal den Tank voll machen, aber nein. Klar, was sehen wir natürlich hier ganz klar? Also vielleicht eine Sache, was ganz interessant ist, es gibt auch Produkte, die sich auf einen einzelnen Kontrakt als Anlagezertifikat konzentrieren, wo man beispielsweise einen Dezember 18 Kontrakt kaufen kann, das dann zurückgezahlt wird zum Wert dieses Kontraktes, wo das Thema Rollen rauszunehmen. Also das ist dann was für die Anleger an der Stelle. Und natürlich, wenn das in das Thema Trading geht, was wir sehr stark beim Öl natürlich auch sehen, dann haben wir die Hebelprodukte. Hier haben wir einen Open-End-Call-Turbo auf den WTI Crude Future, also auf den Future-Kontrakt. Der, und das ist ganz wichtig, rollt natürlich immer von dem einen Future. Wenn er kurz vor Fälligkeit wird, der Future verkauft, in den neuen Future investiert. Das sollte man wissen, deswegen vielleicht auch diese, ich sag mal, krummen Barrieren an der Stelle. Hier ist man mit Knockout bei 56, also hat man noch ein bisschen Abstand zu diesem Widerstandsbündel von 60. Also hier auch das Thema Stop-Loss durchaus setzen und dann überlegen, ob ich vielleicht dann unter den 60 rausgehe und es nicht ausnocken lassen. Und ich bin dann an der Stelle mit einem 7er Hebel dann am Ölpreis mit partizipiert. Sie sagten eben, dass eine Unterstützung bei der Marke von rund $60 liegt. Wenn man die jetzt vielleicht doch wieder nach unten durchbricht, könnte es ja auch sein, dass es beim Ölpreis wieder nach unten geht. Dann würde sich ein anderes Produkt anbieten. Genau, also für die, die davon ausgehen, dass wir doch eher fallende Kurse haben, die vielleicht auch sagen, das Thema der Zölle wird uns treffen und die Weltkonjunktur wird davon eher negativ beeinflusst. Für die ist natürlich dann das Thema
Put-Optionsscheine, in diesem Fall hier auch wieder ein Open-End-Turbo interessant. Hier wären wir dann beim Knockout-Barriere von 74,65, dann wäre das Produkt wertlos, also in etwa das Niveau, was wir dann so in der Erwartung hätten, war es der technischen Analyse. Und hier sind wir dann an den negativen, also hier sind wir mit dem 7er Hebel dabei und das würde sich natürlich dann sowohl auf der positiven als auch negativen Seite ausspielen. Aber das für die Anleger beispielhaft, die dann doch eher von fallenden Ölpreis jetzt ausgehen. Schlussendlich kann man aber doch sagen, hoffen wir, dass sich die Lage mit dem Handelskrieg ein bisschen beruhigt und dementsprechend vielleicht auch ein bisschen Ruhe wieder reinkommt. Und wenn nicht, haben Sie uns ja jetzt einige Produkte mitgebracht. Also die Trader freuen sich eher, wenn Bewegung da ist, muss man fairerweise sagen. Für die ist das natürlich immer spannend bei Bewegung. Aber klar ist vielleicht so allgemein für die Aktienmärkte, würde uns Ruhe dann auch wieder gut tun. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Ich sage vielen herzlichen Dank, Herr Hüppe. Gerne. Liebe Zuschauer, steigt das Öl oder fällt es doch wieder zurück? Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten gesehen, mit denen Sie handeln, traden können. Und ich hoffe, das machen Sie erfolgreich. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.